Sämtliche Krankenhäuser in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi sind hoffnungslos überlastet. Auch ins Ambedkar-Hospital kommen viel mehr Corona-Patienten, als behandelt werden können. Die meisten müssten dringend beatmet werden. Doch medizinischen Sauerstoff gibt es kaum noch. Der Sauerstoffdruck, den sie den Patienten geben, ist viel zu niedrig. Das reicht nicht zum Überleben. Die Patienten brauchen mehr. Überall im Land haben Menschen provisorische Sauerstoffabfüllanlagen eingerichtet. Privatinitiativen. Denn das öffentliche Gesundheitssystem ist weltweit eines der schlechtesten, seit Jahrzehnten drastisch unterfinanziert. Erst jetzt steuert die Regierung gegen. Die indische Zentralbank kündigte heute an, Kredite in Höhe von umgerechnet 6,5 Milliarden Euro zu vergeben. Zum Beispiel an Krankenhäuser und Impfstoffhersteller. Um jetzt Leben zu retten, müssen wir der zerstörerischen Geschwindigkeit des Virus mit flexiblen und vor allem schnellen Maßnahmen Einhalt gebieten. Auch die internationale Hilfe für Indien geht weiter. Heute Morgen schickte die Bundeswehr in Wunstorf in Niedersachsen eine Sauerstoffaufbereitungsanlage auf die Reise. Sie wird dringend benötigt. Denn Experten schätzen, dass die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Indien noch bis Ende Mai dramatisch steigen wird. Bündnis Entwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft rufen gemeinsam zu Spenden für Indien auf. Unter dem Stichwort ARD Corona Nothilfe Indien können Sie auf das Konto mit der IBAN DE 53 200 400 600 200 400 600 einzahlen oder online unter spendenkonto-nothilfe.de. Weitere Informationen dazu auch auf tagesschau.de.